Vorab will ich schon noch mal sagen, wir haben uns natürlich nicht leicht getan mit der Entscheidung, diesen Baum diesen Jahr nicht aufzubauen. Für mich war er immer ein wichtiges und großes Symbol für die Stadt. Aber die Vernunft in diesem Jahr hat gesagt, wir müssen das tun. Wir können diesen Baum nicht aufbauen, wenn die Infektionszahlen sich so entwickeln, wie sie sich jetzt entwickelt haben. Dann haben wir natürlich darüber nachgedacht, was können wir mit diesen Bäumen jetzt machen. 1700 Rotfichten bilden diesen Baum ja. Der überwiegende Anteil dieser Bäume sind Funktionsbäume, haben also jetzt nicht besondere Situationen, dass man sie als Schmuck in sein Wohnzimmer stellt oder ein öffentliches Gebäude. Deswegen geht der überwiegende Anteil einfach in eine Bioanlage und wird dort weiter verarbeitet. Aber wir haben 200 Bäume gefunden, die wir unseren Dortmunder Kindergärten und den Seniorenheimen spenden. Die Sparkasse hat sich dann spontan bereit erklärt, noch eine Lichterkette pro Baum zu spenden, sodass der Baum dann noch schöner aussieht. Ja, und die EDG fährt sie aus. Und die zeigen ja jedes Jahr, dass sie abholen können, die Bäume. Also können sie dieses Jahr auch mal ausfahren, gebührenneutral natürlich. Also wir von der EDG erklären uns bereit, die Bäume in eine Verwertung zu geben. Das werden wir in der Form tun, dass wir auch in anderen Zusammenhängen bei Grünschnitt und auch bei anderen Grünabfällen, Holzabfällen schon mit Partnern zusammenarbeiten. Die biogene Stoffe dann in Strom umwandeln. Das heißt, die werden in der Regel über Blockheizkraftwerke verbrannt und damit dann über eine Turbine verstromt. Das heißt, es entsteht Wasserdampf, die Turbine dreht sich und darüber wird dann der Strom generiert. Und bei Strom ist das Gute, dass man ihn eigentlich ohne weiteres weiterverteilen kann. Wir tun das nicht nur mit Strom, sondern auch mit Fernwärme. Das ist deutlich schwieriger, weil die geht irgendwann einfach verloren. Das heißt also, sofern es immer möglich ist, versuchen wir Strom dann aus biogenen Stoffen zu generieren. Eine Schule aus Lütgendortmund hat gesagt, wenn wir das dürfen, würden wir 2-3 Bäume mitnehmen. Das haben die auch gemacht, weil sie damit ihre Bäume an ihrem Schulhof schmücken. Das ist jederzeit möglich jetzt. Bitte aber jetzt nicht in Horden kommen und ganz vielen Menschen kommen, sondern einzeln kommen, sich hier bei den Schaustellen anmelden, die Bäume sind hier, dann kann man einen mitnehmen, wenn man dafür eine Verwendung hat.